Herzlich willkommen, ihr lieben Jungfrauen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Kings and Queens Tarot zu einer allgemeinen zeitlosen Legung zum Themenfeld Beziehung und Partnerschaft. Ja, vielleicht hast du Fragen zu deiner Beziehung, fragst dich, wo dein Gegenüber steht. Vielleicht bist du dir auch unsicher, was du selber fühlst, wie diese Beziehung auch weitergeht. Dann könnte dies also deine Legung sein, wenn du eine Jungfrau Sonne bist, Jungfrau Aszendent oder auch den Mond oder Venus in der Jungfrau hast. Du solltest aus dieser allgemeinen Legung immer nur das an Informationen mitnehmen, was auch wirklich mit dir schwingt. Und zum Abschluss freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst, dem Video einen Daumen nach oben dalässt. Und ich freue mich natürlich auch sehr über eure Kommentare. Und jetzt geht's los mit dieser Legung. Liebe Jungfrauen, in eurer Beziehung darf was in den Fluss kommen, was momentan vielleicht so ein bisschen festgefahren ist. Für einige könnte das schon seit längerer Zeit festgefahren sein. Auf der Position der Energie zwischen dir und deinem Gegenüber hat sich die 7 der Münzen gezeigt. Die ist per se schon mal eine Karte, die oft mit längeren Zeiträumen zu tun hat. Und die habe ich gerade schon angesprochen, habe auch so ein bisschen was Stagniertes, Zähes durchaus haben kann. Auch so ein bisschen Frust kann hier durchaus dementsprechend mitschwingen, ja. Und es ist auch eine Karte, die oft damit zu tun hat, dass hier so eine innere passive Haltung im Vordergrund steht. Ja, man ist zwar möglicherweise im Außen aktiv und da kann man auch sehr aktiv sein, ja, aber im Inneren ist irgendwas auf einer Warteposition und dieses Warten auf Veränderung, auf eine positive Veränderung vielleicht eben auch, ja, das ist das, was ich mit der Passivität hier meine. Dementsprechend ist das eine Karte, die oft so ein bisschen eine Pendelenergie auch darstellen kann zwischen der Hoffnung auf Veränderung und zwar Veränderung für durch die andere Seite, durch das Gegenüber und aber der Frust, wenn diese Veränderung nicht wirklich eintritt. Ja? Und diese Pendelbewegung, die kann hier wirklich über eine ganze Weile sich hinziehen. Ja? Und ich denke, hier ist man so ein bisschen eingeladen, die Perspektive mal zu verändern. Das ist auch eine der wichtigen Perspektivkarten. Und es geht eben darum, hier alternative Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, wie man vielleicht mit dem Partner, der Partnerin, dem Gegenüber umgehen möchte, kommunizieren vielleicht auch möchte. Also ich denke, die Kommunikation könnte hier tatsächlich so ein bisschen ein Schlüsselpunkt sein, weil ich das Gefühl habe, dass diese ein bisschen festgefahrene, stagnierte, blockierte Energie daraus eigentlich entsteht, dass man sich so in der Alltagsroutine irgendwo aufreibt, ja, und dieses wirkliche gemeinsame, freudvolle Miteinander dabei ein bisschen zu kurz kommt, ja, und eben auch die ehrliche Kommunikation, die dann in Momenten stattfinden kann, wo man sich wirklich Zeit füreinander nimmt, eben nicht so wirklich da ist. Ja? Also man bespricht eben vielleicht die Alltagsprobleme, das, was mit den Kindern passiert oder was man eben so organisieren muss, aber diese gemeinsame Zweisamkeit, ja, die schöne Zeit miteinander, füreinander, die kommt hier möglicherweise ein bisschen zu kurz. Und auch dementsprechend, ja, was die Kommunikation darüber, was vielleicht die Bedürfnisse sind, worüber man sich vielleicht geärgert hat, ja. Also das mal in einer friedlichen Energie miteinander besprechen zu können, ja, wie man vielleicht gemeinsam auch an der Beziehung arbeiten kann, wie die Beziehung sich verändern lässt, dass beide Parteien hier zufrieden damit sind und auf ihre Kosten kommen und es nicht zu einer Einseitigkeit wird. Darum könnte es hier durchaus gehen, ja. Denn mir scheint, hier ist so ein bisschen eine Schräglage auch möglicherweise in dieser Beziehung, weil zu wenig direkt kommuniziert wird und aber zu viel jeder sich so seine Gedanken macht und dadurch vielleicht eben auch Missverständnisse entstehen. Man liest den anderen nicht mehr so wirklich, ne? Also wie der andere sich verhält, das fließt dann sozusagen durch die eigenen negativen Filter der Frustration zum Beispiel, ja, und das kann eben dazu führen, dass man hier auch so ein bisschen auseinanderdriftet. Wenn wir uns jetzt aber mal die Position deines Gegenübers anschauen, und zwar zunächst mal hier die gedankliche Ebene, da hat sich eben die Herrscherin gezeigt und mir scheint, du hast
hast es mit einer Person zu tun, die dir innerlich sehr, sehr zugewandt ist, ja, die dich sehr wertschätzt, die ein tiefes Liebesgefühl möglicherweise auch für dich empfindet. Das ist ja die Venus-Karte, ja. Und die bestimmte Aspekte, die dich möglicherweise frustrieren, überhaupt nicht mitbekommt oder vielleicht auch gar nicht zeigen kann. Ja, wie sehr sie dich wertschätzt, wie viel du ihr bedeutest, ja. Und dieses Fehlen an diesem Ausdruck zu zeigen, was man wirklich füreinander empfindet, ja, das könnte bei dir eben genau diesen Frust hier auslösen. Wir schauen aber zunächst mal noch auf die Herzensebene. Da hat sich der Ritter der Münzen gezeigt, ja. Also mir scheint, da ist auf der anderen Seite, hast du es mit jemandem zu tun, ja, der so vielleicht auch nicht so richtig weiß, wie er sich ausdrücken soll, ja. Aber hier ist eine Beständigkeit dahinter, ja. Also du hast hier jemanden auf der anderen Seite, der eigentlich mit einer Treue hinter dir steht, ja, aber wie gesagt, mir scheint, es fehlt hier so ein bisschen an der Kommunikation, das wirklich auch nach außen zu zeigen oder nach außen ausdrücken zu können. Aber das ist jemand sehr, sehr Verlässliches hier auf der anderen Seite, ja. Vielleicht aber eben auch jemand, wie gesagt, der sich schwer tut, die eigenen Gefühle auszudrücken, der auch eine gewisse, das sind ja beides Erdenergien, ja, dem fehlt vielleicht so ein bisschen die feurige Initiative, ja, kann er einfach nicht so richtig nach vorne bringen. Aber dass er das nicht zeigt, bedeutet nicht, dass keine Gefühle für dich da sind oder dass du ihm egal bist oder wie auch immer. Ja? Und wir sehen aber den Frust auf deiner Seite hier, in deiner Kopfposition, in deiner Gedankenposition zeigt sich hier eben die 9 der Stäbe. Das kann durchaus eine Karte sein, die mit Frust zu tun hat, ja? Wo man denkt so, wieso tut die andere Person kommt die nicht aus sich selbst heraus oder kommt aus sich selbst mal in Aktion, weiß sie denn nicht, dass ich mich hier nachsehne, danach sehne, jenes brauche. Ja, und wenn diese direkte Kommunikation aber nicht stattfindet, ja, dann steigt auf deiner Seite der Frust, die andere Person weiß gar nicht, was los ist, ja, und das führt eben oft dazu, dass die Dinge ja entweder in die Stagnation geraten oder eben auch so ein bisschen auseinanderdriften. Ja. Und ja, ich denke, hier bist du vielleicht auch ein bisschen eingeladen, ja, dass hier nicht einfach nur die Schutzmauer hochzuziehen und dich hinter deinem Frust zu verschanzen, sondern hier so ein bisschen proaktiver auf die andere Person einzugehen. Ja, wie gesagt, klare Kommunikation könnte hier durchaus ein Hilfsmittel sein. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe schon so oft mit dieser Person geredet, ich kann mir das irgendwie nicht verständlich machen, ja, vielleicht hilft dir dann auch eine externe, neutrale Partei, die so ein bisschen vermitteln kann, dass ihr wieder lernt, miteinander wirklich in diese Kommunikation auch zu kommen. Auf der Herzensebene ist die Gerichtkarte, ja, der innere Weckruf. Und ich denke, dein Herz weiß eigentlich, dass die andere Person hier ja schon auch am rechten Fleck sozusagen steht. Aber ich denke, es ist auch für dich so ein bisschen eine Warnung, dass du sagst, okay, so ganz lange möchte ich das hier irgendwie nicht aufrechterhalten. Ja, also ich habe hier nicht mehr so ganz, ganz viel Geduld, weil die Situation vielleicht schon länger in dieser Zähigkeit sich befindet. Und es ist jetzt irgendwie mal Zeit, dass hier eine Veränderung kommt. Ja, aber mir scheint, die Veränderung muss hier nicht nach außen gehen, also in eine radikale Trennung oder sowas, ja, sondern mir scheint, es geht mehr darum, wirklich nochmal zu lernen, den Kontakt zueinander zu finden. Auf der Entwicklungsposition, da hat sich die 5 der Stäbe gezeigt, die ich hier sehr schön finde, weil sie eben anzeigt, ja, es ist eine vollkommen andere Energie als die 7 der Münzen, die zeigt eben an, okay, hier sind alternative Möglichkeiten, die stehen nicht nur zur Verfügung, sondern man fängt auch an, die wahrzunehmen, ja. Die 5 der Stäbe, Saturn im Löwen, ja, die hat eben auch mit Aufbrechen von bestimmten Grenzen, von Limitierungen zu tun, auch manchmal von diesen verknöcherten, stagnierten Routinen, Alltagsroutinen und so weiter. Und man erkennt, okay, es gibt hier andere Möglichkeiten, miteinander zu agieren, zu wirken, zu leben, miteinander umzugehen. Und diese Karte, die hat auch durchaus ein bisschen einen spielerischen Aspekt, einen experimentellen Aspekt. Ja, also hier kann man vielleicht auch mal ausprobieren, was tut uns wirklich gut. Ja, ist es das gemeinsame Gespräch? Oder reicht es, wenn wir uns vielleicht einfach auch mal wieder mehr Zeit füreinander, miteinander
voneinander nehmen, um was Schönes zu erleben. Ja, also es gibt hier nicht nur den einen Weg, den einen Lösungsweg, sondern ihr könnt hier gemeinsam sozusagen auch an einem anderen Lösung arbeiten und ausprobieren, was funktioniert wirklich für uns, wo wir beide mit klarkommen und ja, wieder zueinander finden. Ja. Die Seelenbotschaft ist das Wurzelchakra und das ist ja auch eine Karte, die ganz viel mit Sicherheit und Stabilität zu tun hat. Ja, wenn das Wurzelchakra nicht in der Balance ist, dann ist es eben auch was, wo ja, Ängste ansetzen, wo Zweifel ansetzen, wo ich mich verunsichert fühle und diese Unsicherheit dann aber eben auch vielleicht auf eine andere Person übertrage. Ne? Also wenn ich nicht die Bestätigung oder die Unterstützung von der anderen Person bekomme, dann gerate ich eben in Zweifel und frage mich vielleicht, hängt es an mir, mache ich was falsch, bin ich nicht gut genug, strenge ich mich nicht genug an? Und da kannst du wahrscheinlich für dich selber auch nochmal ansetzen, ja, zu gucken, wo kommen bestimmte Erwartungshaltung vielleicht her, die ich an eine andere Person stelle. Ja, kommt die aus einer eigenen Verunsicherung? Brauche ich sozusagen diese Bestätigung etc. von außen? Und was kann ich denn für mich vielleicht aber eben auch tun, um in mein eigenes Sicherheitsgefühl hier hineinzufinden, in eine eigene innere Stabilität hineinzufinden? Ja, damit ich hier nicht in diese, aus diesen Ängsten, aus diesen Zweifeln in die Negativität komme und diese Negativität dann auch auf die Beziehung übertrage. Ja, ganz spannende Energie, die sich hier bei euch gezeigt hat, liebe Jungfrauen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hier mit dabei wart und ich wünsche euch natürlich alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste, lasst es dir, lasst es euch gut gehen. Tschüss!